Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 41. Folge von Hausflipper. Ja, wie ich ja erwähnt habe, hatte ich jetzt ein paar Seminartage und ich hatte halt echt danach keinen Bock mehr, irgendwie noch irgendwas aufzunehmen. Und heute war aber der letzte Seminartag. Das heißt, jetzt können wir mal endlich wieder loslegen. Und ja, ich setze mich jetzt hier abends hin und mache für euch noch eine Folge, damit ihr morgen Hausflipper genießen könnt. Aber ja, beziehungsweise für euch ja denn jetzt in diesem Moment. So, wir waren beim letzten Mal beim Schlafzimmer hängen geblieben. Ich muss mir das selber nochmal angucken, was ich hier fabriziert habe. Ah, okay, hier war die Gitarre noch an der Wand. Genau. Okay, und hier hatten wir ja einen Schrank eingebaut, ne? Sieht ein bisschen doof aus, sehe ich gerade. Mit dem Boden da, ne? Da müssen wir eindeutig noch was reinlegen. Können wir hier das hier reinmachen? So. Mal was Helles hier rein. Zack. Genau. Und das sieht doch besser aus. Diese alten Steinchen da. Okay. Genau, hier sollte eigentlich der Frisiertisch hin, aber ich fand das ein bisschen eng. Jetzt gucken wir mal nach Nachtschränke, Möbel. So, Schlafzimmer, Nachttische. Was haben wir denn da Schönes? Was können wir denn da hinstellen? Ach Gott. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Och, ich glaube, ich finde das ganz cool. Ja. Ah, ich probiere erstmal auf der anderen Seite, ob das dahin passt. Ah, gerade so, ne? Ist schon groß, aber egal. Ich mache das trotzdem. Ich könnte aber auch sehr nochmal nach da schieben. Nicht das Bett. Ist ja dann nicht ganz mittig gewesen. So. Mal so eher mittig stellen. Dann kann ich hier nochmal anfassen. Nee, das ist schon in Ordnung so. Ah, den könnte ich jetzt hier nochmal ein Stück von der Wand wegnehmen. Okay, ja, das passt. Das passt. Und rein theoretisch gesehen brauchen wir hier eigentlich gar keine Lampen, weil wir haben ja die Lichterkette dazu hängen, ne? Da kann man andere Sachen hinstellen. Und da gab es doch hier im InDesign so tolle Vasen. Wer sucht, der findet. Ich habe keine Vase. Ich will sie. Jetzt. Und ja, weil der Marc meinte, es gibt doch eine Suchfunktion. Da hast du völlig recht. Das Ding ist halt, dass ich ja aber nicht immer weiß, wie haben die das benannt. Das ist ja nicht immer, ne? Toy Fruit Bowl hier. Ne, oder, also ich komme da nicht immer gleich auf die Begriffe. Nicht, weil ich kein Englisch kann, sondern manchmal hängt da halt einfach noch was anderes da drüber. Oder man lässt halt einen einfach nicht ein. Und auch die englischen Wörter haben ja, die englischen Begriffe haben ja öfter mehrere Bedeutungen. Also ich denke, du weißt schon, was ich meine. Ja, ich glaube, entweder bin ich jetzt, weil ich gequatscht habe die ganze Zeit, schon vorbei. Oder es kommt noch. Da-da, war das so weit unten? Ja, was? Hier. Die möchte ich gerne haben. Finde ich eigentlich ganz hübsch so. Dann würde ich hier tatsächlich was finde ich eher unter Deko, oder?
Nö, nicht wirklich. Ist das eigentlich groß hier, das Ding? Oh ja, das ist riesig. Okay. Haben die das auch in klein? Alter, wieso ist das so groß? Vor allem hier sieht es weiß. Achso, ist es denn weiß? Naja, was man so weiß nennt, ne? Okay. Ich guck jetzt einfach mal, was hier noch so rumschwirrt. Aha. Oh. Ein bisschen kitschig hier, die Rose. Nee, ich wollte Bücher da noch haben. Will ich jetzt die Bücher? Machen wir mal anders. Suchen wir doch einfach mal. Genau. Aber es gab auch noch einzelne Bücher. Nicht wahrscheinlich nur nicht hier. Ein Buch? Vielleicht einfach nur ein Buch eingeben. Genau, European Castles, ne? Also. Hier wird gelesen am Abend. So, da können wir auch nochmal reingucken. Hier. Was haben wir hier noch? The Secrets. 1971. Cool. The Secrets. Ja. Uhren. Was gibt's denn hier für schöne Uhren? Naja, okay. Schön ist halt, ne? Ja. Nee, dann machen wir hier... Stellen wir hier doch noch ein kleines Pflänzchen hin. Rosa Blümchen. Klein? Naja, aber das ist ja relativ groß hier, ne? Schon machen. Pflanze hat hier nicht wirklich Licht, aber ist eine Kunstpflanze. Ich habe mich gerade dazu entschieden. So, Zubehör. Deko. Boden. Also bei manchen Sachen suche ich halt immer wieder gleich, ne? Also diese Teppiche finde ich halt wunderschön, aber ich glaube, guckt jetzt hier nicht so wirklich, oder? Naja, doch. Nicht so ein Stück miteinander? Das? Ja. Gut. Und halt, da muss der aber auch noch ein Stück weiter nach hinten. Genau. Und dann gibt es doch diese Bänke, die man da vorsetzen kann. Wo findet man die? Die auch im Schlafzimmer mit drin? Ja. Genau. Hatte ich das nicht irgendwie schon zu stehen, oder? Ich jetzt gaga. Jo, und dann gibt es ja diese anderen Geschichten hier noch. Hier zum Beispiel kann man so eine Decke hier noch... okay, kann man eigentlich noch eine Decke drauflegen? Das geht jetzt bei der tatsächlich nicht und bei dem hier auch nicht, okay. Ach, das könnte man aber hier noch reinmachen. Ich tue mal ganz gerne diese Schränke bestücken, aber gut. Hier guckt man ja jetzt nicht wirklich rein, ne? Da ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Hier, da kann man Jeans reinlegen. Normal drehe ich die noch, bin gerade zu faul dazu. So, hier wohnt halt jemand. Da ist was drin. Mal die Decke hier nach unten packen. Und hier, oder so einen Koffer hier reingesetzt. Man hat ja allerhand Schnickschnack. Schnicki, Schnacki. Ja, hier. Achso, das hatten wir schon. Naja, doppelt hält besser. Halt ein Zelt hat besonders gut gefallen, ne? Hier haben wir auch noch was. Ah, komm ich wieder nicht ran, ne? Ne, geht nicht. Shit. Na, packen wir es halt hier hin. So. Okay, wir haben jetzt das Schrank gelegt.
dass eh keiner sieht. Ja. Ich schnücker mal hier ganz kurz noch. Hier, also, der Mann braucht auf jeden Fall eine Brille. Ja, zum Lesen. Schon ein bisschen blind. Wenn man hier noch schön ist. Was ist er hier? Nettzimmer halt noch. Putzmittel brauchen wir jetzt ja auch nicht wirklich. Aber jetzt sehr viele Küchenutensilien. Mir runtergeladen. Das finde ich auch ganz cool mit den Zeichnungen hier in der Küche, ne? Ja. 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 Wie wolltest du denn da irgendwo hin? Das sieht doof aus. Nee, will ich nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ja, eine kleine Kommode oder sowas. Ich wollte endlich ja eher ja, so einen Schminktisch haben, aber die gefallen mir nicht. Nicht wirklich. Was hatten wir denn jetzt hier beim Bett? Also eher hell alles, ne? Sieht ja alles eher hell aus. Nee. Ich dachte mir, man kann vielleicht das so ein bisschen kombinieren. Sieht ein bisschen anders aus. Soll nicht immer alles gleich sein. So. Zack. Fällt mir eigentlich auch noch was so ein. Genau, das wollte ich gerne hier drauf haben. So, schön Kerzenständer. Damit es auch mal ein bisschen romantisch wird. was haben wir denn noch Schönes? Spiegel. Wäre eigentlich auch noch ganz cool, oder? Der ist ja mini. Der ist ja mini. Hier, komm. Wenn die Frau abends muss sich dann auch mal im Spiegel angucken, ne? Die guckt dann, ne, ob ihre Bogenscheibchen auf den Augen liegen. Naja, die muss ja runternehmen dafür. Aha. Okay. Was würde denn hier noch ganz gut hinpassen? Auch mal ganz nette Geschichten hier. Aber ich hätte hier, glaube ich, gerne noch so an der Wand irgendwie ein Bild, ein Gemälde, Deko. Genau, gucken wir mal, was wir da haben. Schönes. Aber das muss jetzt nicht hier so altertümlich sein. Eher. Oh, das geht ja auch noch. Das passt da nicht rein. Ja, vielleicht finde ich ja noch was. Gemälde. Trost im Schnee. Schon derbe groß, ne? Es hat auch irgendwas. Ich bin mir nicht sicher. Nicht doch eher diese dunkle Variante? Gar nicht so einfach. Wahl hat. Es passt nicht wirklich rein. Ich glaube, das war schon ganz in Ordnung so. Ja. Ah, ich guck mal kurz. Ach so, das ist eher viereckig. Nee, das ist zu dunkel. Das geht hier nicht rein. Ist das hier? Schon wieder zu altbacken. Sieht das aus? Nee. Fällt mir nicht. Nein, ich bleib bei dem da unten. Das war gar nicht so schlecht.
Ich nehme das doch. Ein L, sogar ein ganz, ganz groß. Ne? So. Genau. Hier würde ich jetzt tatsächlich, weiß ich nicht, machen wir da auch noch was hin? Ich die andere Variante, eher im Dunkel. Mal auf der anderen Seite. Man davon nicht erschlagen? Das geht nicht. Nein, das will ich nicht. Mir fällt hier nichts ein. Ich lasse es mal offen. Ihr könnt, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher bei dem Bild. Und hier ja schon gar nicht. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man da noch ranmachen kann, könnt ihr mir ja mal helfen. Ich finde ja auch diese Tierleuchtteile da, die neuen, ganz cool. Komm gerade nicht auf den Namen. Aber passt jetzt hier, glaube ich, nicht wirklich rein. Könnt uns ja mal. Also, wir sind noch nicht fertig, ne? Da kommt auf jeden Fall noch was hin. Aber mir fällt gerade nichts ein. Deswegen gehe ich, glaube ich, mal in die Raumplanung hier. Und jetzt ist ja die Frage: Machen wir jetzt hier so ein bisschen Hobby-Bar-technisch irgendwas? Ich denke schon, ne? Wir haben ja hier das Gäste-WC. Das ist schon mal ganz cool. Dann haben wir hier unser grünes, richtiges WC. Ach, sieht doch nice aus. Doch, das gefällt mir ganz gut. Schön. Jetzt müsste man hier noch Wasser einlassen können. Gleich reinspringen. Und das könnte man hier rein theoretisch gesehen offen lassen. Schauen wir erstmal nach einem Boden. Boden. Und ich würde das tatsächlich auch gar nicht so mega dunkel wählen wollen. Ich probiere mal das hier kurz aus. Was aussieht. Ja. Oh ja, doch, das geht. Was haben wir denn hier? Ah, ist wieder so eine Tür, ne? Wo halt jetzt die Tür zumache, hat man hier noch ein Stück Boden von da, aber ja. Gut, wollen wir mal nicht kleinlich sein. Und eine Farbe würde ich jetzt hier unten tatsächlich so eine dunklere Farbe nehmen wollen. Aber dann mit viel Beleuchtung. Und ich weiß nicht, ob es zu dunkel wird. I don't know. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Das wird krass, ne? Soll einfach mal was anderes sein. So. Mach ich mal die Tür hier zu. Ist schon hell, ne? Ist nicht so dunkel für euch, oder? Ich mache mal einfach F an, sicherheitshalber. Boah, so dunkel ist es gar nicht, oder? Ah, oh, es geht noch. Halt, oder die Farbe alle. Na, Laila, willst du den Eimer nicht tragen? Der ist ja nur größer als du. Genau. Schön. So. Erlisch. Ich bin so müde, ne? Ich schlaf gleich ein hier. Aber ich freue mich dann drauf, morgen dann mal wieder richtig loszulegen. So, komme ich da hinten eigentlich? Irgendwie? Ich glaube, ich muss ja auf die Treppe rauf, ne?
Ja. Okay. Ja, das war jetzt noch fertig. Na, ja, dann ein Stück. Okay. Ja, schön cool. Schön cool dunkel. So, genau so ich das wollte. Okay, und jetzt kommt hier elektrische Ausrüstung und Haltung. Hängender Fernseher. Wie groß ist denn der hier? Ah, mega, oder? Muss ich nur gucken? Sieht schon mittig aus hier. Ein mega TV kommt hier rein. Wow. Na, da haben wir doch Licht. Und dann brauche ich Möbel. Halt. Möbel, mal eher ins Wohnzimmer gehen. Mhm. Das hatte ich auch wieder eher weiß nehmen. Ihr wisst ja, ich bin eher die Weißtante. Ach nee, das Sofa gibt's denn leider nicht in weiß, ne? Nee, da müssen wir ein anderes aussuchen. Ach so. Und das ja nochmal auswählen. Und soll auch nicht so groß sein. Aha. Muss mal kurz gucken von der Größe her. Ja, es geht doch eigentlich, oder? Das würde gehen. Das ist eher dunkel. Und das ist eher hell. Ist noch kleiner, oder? Ist doch ideal hier. Na, kommt eins. Hier hin. Was dahin? Hey Laila. Uschi. Okay, wir müssen also den Hund da wieder weglocken. So. Was von hier oben? Das ist jetzt erstmal so der erste Gedanke. Ich muss es aber immer hinstellen und halt einfach sehen, wie das ausschaut. So, dann gehen wir noch unter. Nee, Quatsch. Deko. Nein, auch nicht. Lichter. So. Stehlampen. Boden. Mhm. Mhm. Ja, ich würde sagen, dann machen wir einfach in der nächsten Folge mal weiter. Ich schau mal, vielleicht seht ihr hier irgendeine Lampe, habt einen Vorschlag, welche Stehlampen wir hier hin machen. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, ein Abo da. Würde mich wahnsinnig freuen. Tschüss.